so wie bisher gewirtschaftet wird, geht es nicht mehr lange gut. Wir brauchen ein neues Normal, damit wir eine Zukunft haben, die Gerechtigkeit, die auch einen Wohlstand für alle ermöglicht, dass es eben dafür gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, die eben darauf fokussieren, ein neues Normal zu etablieren. So wie bisher kann es nach Überzeugung von Bernd Hinzmann jedenfalls nicht weitergehen. Der gebürtige Berliner ist Mitarbeiter von Inkota Netzwerk und setzt sich für Entwicklung, Menschenrechte und fairen Handel ein. Wenn die globalisierte Wirtschaft Menschenrechte verletzt und die Umwelt schädigt, schadet sie nicht nur den Ärmsten der Armen, sondern auch den Bewohnern der nördlichen Halbkugel, sagt Hinzmann. Niemand möchte ein neues Elektroauto fahren im Bewusstsein, dass für die Batterie Rohstoffe aus Afrika von Kindern unter sklavenartigen Bedingungen aus der Erde gegraben wurden. Auch eine Tafel Schokolade schmeckt nur dann wirklich süß, wenn nicht das Blut von Kinderarbeit daran klebt. Und der Tee aus Asien verbrennt mir nicht die Zunge, wenn ich weiß, dass die Teepflückerinnen in Indien gerecht für ihre Arbeit entlohnt wurden. Bernd Hinzmann setzt vor allem auf die Jugend. Die Zeit zu beweisen, dass es anders geht, die ist absolut da. Und gerade in der Jugend, die also auf nachhaltig gesetzt, auch Fashion for Future beispielsweise, das sind ja Jugendbewegungen, die da vorhanden sind, die auf die Straße gehen, die sagen, es muss Schluss sein mit dieser Art von Wirtschaftsweise, die letztlich zulasten der Menschenrechte und der Umwelt geht. Und da ist schon ein Momentum da, was früher so nicht vorhanden war. Und dass eben Menschen, junge Menschen nach Alternativen für sich, für ihr eigenes Leben suchen und eben auch konsequenter einfordern. Das Inkota-Netzwerk geht zurück auf kirchenbewegte Gruppen und Studenten, die sich bereits in der DDR in den 70er Jahren für weltweite Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einsetzten. Zu den Schwerpunkten der Arbeit gehören Kampagnen für einen Lohn, der zum Leben reicht, speziell in der Schuh- und Textilindustrie. Gerade in diesem Bereich gibt es gravierende Menschenrechtsverletzungen und Schädigungen der Umwelt. Es braucht einen Trend für saubere Kleidung, sagt Bernd Hinzmann. Nämlich, dass da Probleme bestehen im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, im Bereich der Löhne, aber auch wie Menschen ihre Rechte einfordern können. Und es gibt auch ökologisch eine ganze Reihe von Problemen. Deswegen haben Inkota und andere sich zusammengeschlossen zu dieser internationalen Kampagne, wo eben kirchliche Verbände dazugehören, Gewerkschaften, Forschungsinstitute, und das ist ein breites Netzwerk, was letztlich ein Thema in den Mittelpunkt stellt, dass Unternehmen, aber auch Politik Verantwortung haben, wenn es um die Einhaltung von Menschenrechten geht bei der Arbeit. Und jeder trägt Kleidung, jeder trägt Schuhe, und glaube, niemand will, dass die zu menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt werden, dass das zulasten der Menschen und der Umwelt geht. Die Liste der Vorwürfe in den Ländern, wo Kleidung oder Schuhe hergestellt werden, ist lang. Die Aufmerksamkeit, sagt Hinzmann, muss sich vor allem auf die unfairen Rahmenbedingungen richten und darauf, wo geltendes Recht verletzt wird, wogegen die Beschäftigten kaum etwas unternehmen können. Dass da, wo sie ihre Rechte einfordern, sie massiv unter Druck gesetzt werden, entlassen werden, dass sie zum Teil eben auch gar keinen Zugang zu sozialen Absicherungssystemen haben, weil sie nämlich keine Verträge haben. Also es ist, wenn man es ganz zugespitzt sagen will, ein rechtsfreier Raum in gewisser Weise, wo auch Preise möglich sind für Bekleidung und Schuhe, die über die Jahre immer weiter auch gesunken sind und letztlich dies zulasten der Menschen ging. Und das hat damit zu tun, dass internationale Rechte, aber auch lokale und nationale Rechte überhaupt nicht eingehalten werden. Und davon profitieren Unternehmen, die Bekleidung und Schuhe auch verkaufen. Unternehmen, die auch hierzulande in den großen Einkaufszentren durch besonders aggressive Billigpreispolitik auffallen. Ein T-Shirt für 3 Euro oder Schuhe für 10 Euro, das geht nur, wenn andere den Warenpreis für die Herstellung bezahlen. Häufig Frauen oder sogar Kinder in asiatischen oder auch afrikanischen Ländern. Die über die Jahre immer mehr etablierte Strategie von Unternehmen, Modeunternehmen oder Einzelhändlern, die ging zulasten der Menschen und der Umwelt in den Ländern, wo Bekleidung und Schuhe hergestellt werden. Die niedrigen Preise hier, und dass jeder da auch guckt, dass ich ein billiges Schnäppchen mache, und das ist ja eine Sache, die auch betrieben wurde von der Fashion-Industrie, das Stichwort Fast Fashion, ist ein Trend, der immer mehr in diese Richtung ging. Und das hat dafür gesorgt, dass beispielsweise, ich möchte daran erinnern, Fabriken abgebrannt sind, Menschen gestorben sind, eingestürzt sind. Rana Plaza in Bangladesch oder Ali Enterprise in Pakistan. Und das ist die Realität, die dazu beiträgt, dass wir hier billige Bekleidung kaufen können
Und das ist, glaube ich, nicht zu rechtfertigen. Aber Bernd Hinzmann geht es nicht um Schuldzuweisungen. Er appelliert vielmehr an Einsicht und Verantwortungsbewusstsein der Branche. Denn wenn unser Wohlstand auf Ausbeutung und Klimazerstörung anderswo beruht, wird er irgendwann zum Bumerang. Wie nehme ich billigend in Kauf, dass eben andernorts Rechte missachtet werden, dass die Umwelt und Menschen geschädigt werden? Das will eigentlich niemand. Und ich glaube, da haben wir als einzelne Menschen Verantwortung, die wir übernehmen können durch anderes Kaufverhalten, dass wir doch ein bisschen gründlicher nachfragen und mal sehen, wo kommt denn die Bekleidung her. Aber vor allem Politik und Unternehmen haben eine Verantwortung, dafür andere Rahmenbedingungen zu sorgen, dass eben Rechte eingehalten werden, dass die Menschen auch geschützt werden, dass sie einen vernünftigen Arbeitsvertrag haben, also einen Lohn bekommen, von dem sie leben können, soziale Absicherung und so weiter, dass eben Giftstoffe nicht in die Umwelt oder in die Flüsse geleitet werden. Für mehr Gerechtigkeit im Welthandel soll das neue Lieferkettengesetz sorgen. In diesen Wochen soll es nach langem Anlauf vom Bundestag verabschiedet werden. Es verlangt, dass Produkte von Anfang bis zum Ende der Lieferkette unter Wahrung von Menschenrechten und Klimaschutz produziert werden. Das bedeutet, ein deutsches Unternehmen kann zur Verantwortung gezogen werden, wenn sich herausstellt, dass es auf Rohstoffe zurückgreift, die unter unwürdigen Bedingungen erlangt wurden. Es drohen hohe Bußgelder. Das Gesetz war bis zuletzt umstritten. Zu bürokratisch, sagen die einen, ein zahnloser Tiger die anderen. Von Seiten kirchlicher Gruppen wird das neue Gesetz als Schritt in die richtige Richtung gelobt, wenngleich weitere Schritte nötig sind. So bemerkt etwa der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Zum Beispiel muss klarer formuliert werden, wer genau überwacht, welche Sanktionen dann auch möglich sind gegen Verstöße gegen das Lieferkettengesetz. All das ist noch nicht klar und vor allen Dingen auch, wen es genau betrifft. Bisher soll es ja nur die ganz großen Firmen betreffen, aber gerade in der Kleiderindustrie und in anderen sind ja kleinere Firmen beteiligt. Nachbesserungsbedarf sieht auch Armin Pasch, Menschenrechtsexperte des katholischen Hilfswerks Miserior. Der Gesetzentwurf ist zunächst mal ein Paradigmenwechsel weg von der rein freiwilligen Unternehmensverantwortung hin zu verbindlichen Vorgaben zu Menschenrechten und Umweltstandards. Aber es gibt erhebliche Schwächen und auch Nachbesserungsbedarf. Zum Beispiel wurde die zivilrechtliche Haftung gestrichen. Die Umweltstandards sind nur marginal berücksichtigt und die Sorgfaltspflichten mit Blick auf die mittelbaren Zulieferer wurden deutlich abgeschwächt. Wenn das Gesetz wirksam wird, müssen deutsche Unternehmen untersuchen, ob ihre wirtschaftliche Tätigkeit beispielsweise zu Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Unterdrückung von Gewerkschaften oder zur Vertreibung von indigenen Gruppen beiträgt. Und wenn Sie solche Risiken ermitteln, dann müssen Sie auch Präventionsmaßnahmen ergreifen und gegebenenfalls auch Wiedergutmachung leisten. Ob diese Maßnahmen aber wirklich das Los der Teepflückerinnen in Indien, der Näherinnen in Bangladesch, der Bergarbeiter in Peru oder der minderjährigen Kaffeepflücker in Afrika erleichtern, ist nicht unbedingt sicher. Ja, das ist eine gute und tatsächlich noch weitgehend offene Frage. Das Prinzip ist ja, dass die Unternehmen ihre Einflussmöglichkeiten nutzen und gegebenenfalls steigern müssen, damit es zu solchen Menschenrechtsverletzungen erst gar nicht kommt. Das heißt, die vorbeugende Wirkung steht im Vordergrund, auch mit Blick auf Bergarbeiter, Teepflückerinnen und Näherinnen. Das Problem ist allerdings, dass auf Druck der Wirtschaftslobby die Sorgfaltspflichten mit Blick auf die mittelbaren Zulieferer deutlich abgeschwächt wurden. Und das betrifft dann auch den Rohstoffabbau, Teepflücker und Näherinnen. Nach dem Gesetz müssen Unternehmen nur anlassbezogen tätig werden und ihre Risiken ermitteln. Das heißt, wenn es bereits substanzierte Hinweise auf mögliche Verletzungen der Menschenrechte gibt. Und da sehen wir die Gefahr, dass Unternehmen erst dann tätig werden, wenn die Schäden bereits entstanden sind und deswegen eben nicht mehr abzuwenden sind. Es gibt in der deutschen Wirtschaft nicht nur schwarze Schafe. Bei einer Reihe von Unternehmen, darunter den großen Autobauern, hat längst ein Umdenken eingesetzt, sagt der Menschenrechtsexperte von Miserior. Es gibt durchaus Beispiele von Unternehmen, die punktuell jedenfalls schon das Richtige tun oder richtige Ansätze haben. Chibo zum Beispiel ist ein Unternehmen, das durchaus die menschenrechtlichen und die ökologischen Risiken in der Lieferkette untersucht. Es werden auch vermehrt Kontrollen durchgeführt. Auch Automobilkonzerne wie Daimler und VW
und BMW haben angefangen, zumindest menschenrechtliche Folgenabschätzungen durchzuführen, was den Rohstoffabbau betrifft. Es gibt punktuell durchaus viele Beispiele. Die Beispiele gibt es aber eher noch in den Nischen, beim fairen Handel, bei der Öko-Lebensmittelwirtschaft, bei den erneuerbaren Energien. Die meisten großen Unternehmen unternehmen leider noch sehr viel zu wenig, um Menschenrechte und Umweltstandards angemessen zu achten. Die Verpflichtung der Unternehmen ist das eine, um Menschenrechtsverletzungen im Welthandel den Kampf anzusagen. Darüber hinaus, sagt Bernd Hinzmann von der Entwicklungsorganisation INCOTA, kann aber auch jeder Einzelne schon einiges gegen Ungerechtigkeit tun. Zum Beispiel, wenn er bei der nächsten Shoppingtour nach dem Motto handelt, Augen auf beim Kleiderkauf. Die eine Orientierung wäre, dass man sich Zertifizierung, Siegel ansieht im Bereich Umwelt. Ökotex, der hat ökologische Kriterien. Es gibt die IVN, Internationale Vereinigung für Naturtextilien. GOTS ist ein Siegel für die Umweltstandards. Und es gibt so Initiativen wie die Fair Wear Foundation, die deutlich machen, wir und die Mitgliedsunternehmen engagieren uns im Bereich Löhne, im Bereich Arbeitssicherheit. Das kann eine Orientierung sein. Also mit einer Kaufentscheidung für diese gekennzeichneten Produkte würde man schon sagen, okay, ich präferiere bestimmte Standards. Es geht anders, lautet die derzeitige Kampagne des katholischen Hilfswerks Miserior, das sich weltweit für gerechte Lebensverhältnisse einsetzt. Nicht zuletzt der Corona-Lockdown könnte hierzulande ein Anlass sein, über das eigene Konsumverhalten nachzudenken. Und es gibt ja auch positive Beispiele, dass das anders geht. Also nicht nur billig, 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 zulasten derer, die keinen Einfluss haben, sondern einen ordentlichen, einen vernünftigen Preis zu bezahlen, damit man auch vernünftige Qualität nicht bloß bei einem T-Shirt und den Schuhen hat, sondern eben auch Qualität heißt, dass Menschenrechte bei der Arbeit eingehalten werden, dass die Umwelt geschützt wird. Also das geht anders. Wir brauchen aber mehr Tempo.